Ja, hallihallo meine Lieben und einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich euch. Ich bin mit dem lieben Mogli auf unserer nachmittaglichen Spaziergangrunde und ja, ich nehme euch heute wieder auf diese schöne Runde mit. Es ist ziemlich kalt, es ist ein bisschen düster, weil Regenwolken am Himmel hängen, aber bisher hat es noch nicht wirklich geregnet. Da hinten versucht die Sonne ein bisschen rauszukommen, aber so wirklich schafft sie das nicht heute. Und ja, wir sind im Wäldchen unterwegs, aber nicht in unserem Wäldchen, sondern in einem anderen Wäldchen. Auf dem Jünglingsplatz, so nennen wir diesen Platz, also der ist da hinten. Da hinten ist wie so ein kleiner Spielplatz. Und ja, da sind wir heute unterwegs. Da können wir heute eine richtig schöne, große Runde laufen. Mogli kann hier schön schnüffeln, kann sich hier auslassen. Hier sind natürlich auch viele andere Leute unterwegs mit ihren Hunden, wie man hier vorne sehen kann. Aber daran lassen wir uns gar nicht stören. Mogli lässt sich daran auch nicht stören. Und ja, wir genießen diesen schönen Spaziergang. Ich habe leider meine Handschuhe vergessen. Also fürchte ich, dass meine Hand wahrscheinlich hier festfrieren wird an der Halterung für die Kamera, aber nicht so schlimm, ne? Ich wechsle einfach zwischendrin die Hand, weil die Hand mit der Leine, hier seht ihr, die kann ich hier schön reinkuscheln. ja, ich habe leider die Handschuhe vergessen. Kommt vor, passiert, ne? Aber wir genießen jetzt einfach mal diesen schönen Spaziergang, würde ich doch einfach sagen, durch diesen Wald, der ziemlich verwildert ist. Also hier liegen ziemlich viele Bäume rum und ja, herbstlich gestaltet immer noch dieser Wald. Überall Blätter, auch teilweise noch an den Bäumen. Leider immer noch kein Schnee, Freunde. Würde hier schon wahrscheinlich sehr awesome aussehen, wenn hier jetzt alles voll mit Schnee wäre. Aber leider ist es das nicht. Leider ist es das nicht. So. Wir könnten jetzt hier rechts oder links gehen, ne? Aber wir gehen jetzt geradeaus weiter. Wir gehen eine schöne Runde geradeaus. Man würde hier jetzt auch, dann kommt man auch an verschiedenen Stellen wieder raus. Man kann einmal rundherum laufen, nach oben, nach unten. Also hier kann man echt schön viel laufen. Und es sieht auch schön aus mit den Bäumen hier. Guck mal, ne? Wie die so schön mit Efeu bewachsen sind. Aber ich habe mir ja sagen lassen, dass Efeu nicht so gut ist für die Bäume. Habe ich ja im anderen Video auch schon gesagt. I don't know, ob das wirklich so ist, aber ich weiß es nicht. Es sieht auf jeden Fall immer schön aus. Und hier so ein Weg noch durch. Aber es ist nur so ein Arbeiterweg. Die Waldarbeiter, die hier die Bäume dann fällen und wegmachen und so. So. Ich muss mal eben die Hand wechseln. Es ist arschkalt, Leute. Es ist echt. Wow, fuck. So, Moment. So, schön hier reinstecken. Hier oben sieht man ein Vogelnest im Baum. Sieht man jetzt auch immer sehr, sehr viele in der Jahreszeit, weil natürlich ja die ganzen Blätter fehlen, ne? Das Blätterdach, und dann entdeckt man doch relativ gut, wenn man nach oben guckt, immer wieder ein paar Vogelnester. Und hier, was in diesem Wald auch öfters ist, ist hier solche Steinformationen. Da gibt es noch viel, viel größere. Kann ich euch dann nachher auch alle mal zeigen, die wir jetzt auf dem Weg halt sehen. Sind halt so Steinskulpturen gemacht von Leuten. Da hinten kommt zum Beispiel eine. Hier. Sehen könnt, da ist eine. Sorry, wenn die Kamera für jetzt nicht so perfekt ist, aber mit der linken Hand ist es doch ein bisschen schwieriger wie mit der rechten. Und hier. Die Luft ist echt geil heute. Heute ist richtig angenehme Luft. Es wird nicht so ein doller Wind. Die letzten Tage hat es bei uns so dolle gewindet, da
dass halt teilweise zusätzlich noch zu diesem Kalten noch kälter war. Ne? Aber heute geht es. Oder wir sind halt hier wirklich im Wald geschützt jetzt, ne, vor dieser ganzen Kälte. Das kann auch gut möglich sein. Ist auch immer wieder solche Infotafeln an den Bäumen dran. Teilweise da Nistplätze und hier die und die Vogelarten und so Sachen. Finde ich sehr interessant, wenn man hier wirklich dann nochmal so lang geht, ne, jetzt nicht spazieren geht mit dem Hund oder so, sondern deswegen auch mit seinen Kindern zum Beispiel, dann kann man den Kindern natürlich auch erklären, ja, was es hier alles so für Tierarten gibt und Vögel und Nistmöglichkeiten und vieles mehr. Ne. Ist für Kinder ja immer sehr, sehr interessant. Ne. Und die Eltern sind dann auch nicht ganz so so draufgetreten und denken so, oh Scheiße, ich weiß jetzt gar nicht, was ich meinem Kind erzählen soll, was es da gibt, so, ne? Sondern man kann dann auch lesen, da vorne kommt dann jetzt nochmal eine Kreuzung und da kommt auch so eine Infotafel. Sogar können wir uns auch mal angucken. Da kann man nämlich auch nachlesen, wie ich schon sagte, was für Tiere es hier in diesem Wald gibt, wenn das noch der Fall ist. Also früher war das so. Ich glaube, dass das jetzt auch noch so ist. Boah, mit der linken Hand die Kamera halten, da stelle ich mich echt ein bisschen dappisch damit an. Ich glaube, ich mache das wieder rechts. So, vielleicht kann ich das so ein bisschen hier, vielleicht kann ich hier so ein bisschen in meinen Ärmel reinstusseln. Moment, ich muss mal hier ganz kurz stehen bleiben. So, jetzt wackelt es kurz für euch. So, hier ist Mogli am Schnüffeln. Gleich wird er wieder dran pinkeln. Und hier ganz, ganz viele Bäume. Und das seht ihr auch, dass auch dieser Baum hier mit Efeu voll war. Und ja, genau. Hier. Das sind solche schönen Informationstäfelchen. Ne? Einheimische Singvögel sieht man hier. Ne? Heimische Eulen. Also das sind alles Tiere, die hier heimisch drin sind. Und das finde ich ja, ne? Sowas ist einfach nur Assi, Alter. Ich mach das jetzt weg. Ich finde sowas, also ganz ehrlich, da kommt mir immer das Kotzen hoch, wenn ich sowas sehe, ne? Warum muss man Sachen, die einem nicht gehören, mit irgendwelchen Aufklebern beschmutzen? Triggert mich dann sowas. Also, oder hier, weißt du, so kaputt machen, zerstören. Warum? Warum muss man das machen? Und hier, schützt die Natur, Nisthilfen für Wildbienen. Das gibt es hier überall. Ne? Das sind einfach so Löcher, die hier reingebohrt worden sind in den Stamm. Ne? Und dann können die hier schön nisten. Also jetzt nicht da drinnen, ne? Aber es ist halt einfach nur so ein Beispiel. Ja, das gibt es hier überall, aber nicht immer sieht man es. Jetzt decke ich mal das kurz in meine Tasche. Das Papierchen. So. Ja. Da könnte ich schon wieder. Ne? Sowas ärgert mich. Sowas nervt mich halt einfach. Sowas finde ich ziemlich traurig. Weil ich finde es super, so eine Information. Ja, du bist hier in der Natur und wir sollten die Natur wirklich schützen. Wir sollten besser auf die Natur Acht geben. Wir sollten besser drauf aufpassen. Wir sollten uns viel, viel besser darum kümmern. Ne? Weil ich sage es immer wieder, Freunde, ohne all das hier, ohne die ganzen Tiere, sind wir Menschen nichts. Ja? Und zum Beispiel auch die Bienen, die machen uns ja auch den Honig. Ja? Und es gibt halt auch viele Bienen, die halt so unterwegs sind, ne, im Wald noch, die jetzt nicht irgendwie von Imkern gezüchtet werden, sondern die halt so unterwegs sind
Und auch denen sollte die Möglichkeit geboten sein, in Ruhe nisten zu können. Ne? Und hier schaut, da sind auch solche Nistkästen. Ich weiß nicht, für welche Tiere die sind, aber keine Ahnung. Hier, guck mal, der Baum hier, wie schön, ne? Der hat auch, vor allem hat er noch, das ist ein Baum im, das ist Efeu oder was? Guck dir das mal an. Sieht aus, als würde ein Baum im anderen Baum wachsen, so, ne? Boah, ich bin mal echt gespannt, wenn es dann wieder wärmer wird und der Frühling kommt, wenn wir dann mal hier spazieren gehen, wie das dann hier alles aussieht. Ich glaube mal, dass das schon krass aussieht. Ist das so ein Mischwald, ne? Man sieht Laubbäume, Nadelbäume. Also hier alles möglich. Hier sind jetzt ein bisschen mehr Nadelbäume. Ja, und zwischendrin halt mal so vereinzelt ein paar Laubbäume. Wobei die Laubbäume doch relativ hier in der Nähe vom Weg sind. Weil die natürlich da drinnen nicht genügend Licht abbekommen dann. Ne? Und ja, das andere wachsen dann. Ah, da bin ich echt gespannt, wie das hier alles aussieht. Oh, ist ja auch schön mal, das wirklich zu sehen im Schnee so, ne? Aber leider schneit es nicht, Freunde. Und ich glaube auch nicht, dass es schneien wird. Und hier könnte man jetzt auch so einen kleinen Trampelpfad durchgehen. Werden wir aber nicht machen, sondern wir laufen jetzt hier geradeaus weiter. Weil wir laufen jetzt nämlich gleich noch auf die Wiese. Und laufen dann eine Runde. Ne? Und da gibt es halt auch den so richtig schönen Ausblick, den man haben kann, wenn es nicht ganz so neblig ist. Also da gibt es einen Begriff dafür. Mir fällt der Begriff gerade bloß nicht genau ein. Ich mache euch jetzt mal hier Sicht ein bisschen mogli, weil jetzt gleich jemand entgegenkommt. Und Mogli gefällt es natürlich auch, weil es halt mal eine Abwechslung ist zu den Runden, die wir dann immer sonst gehen. Wenn man immer wieder mal so ein paar unterschiedliche Strecken auch läuft. Mal Strecken, die man jetzt nicht unbedingt jeden Tag unterwegs ist. Ne? So. Mogli. Hallo. Hallo. Hier auch Baumstämme liegen gelassen und direkt halt vom Wald wieder eingenommen, Moos bewachsen, hier die ganzen Brombeerbüsche, wo jetzt keine dran wachsen, logisch, und die Jahreszeit natürlich nicht, ne? Das Einzige, was hier wächst, ist Efeu. Efeu, 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 Efeu. An voll vielen Bäumen sieht man einfach Efeu, 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 Efeu. Bis nach oben zieht sich das. Ich glaube auch, dass es vorhin einfach Efeu war. Wie schön man das hier sieht. Guckt mal die Wurzeln hier, ne? Seht ihr, wie sich das da hochwindet? Kann ja gerne mal in die Kommentare schreiben, dass es wirklich so ist, dass halt Efeu eigentlich nicht so wirklich gut ist für die Bäume, ne? Oder was auch diese Nummern bedeuten. Bedeuten die Nummern, der muss gefällt werden? Oder bedeuten die Nummern, der bleibt? Na klar, man könnte immer wieder viele Bäume fällen, so, ne? Aber man überlässt sie auch einfach mal und dann brechen dann doch die ein oder anderen Äste ab, wie man zum Beispiel hier gut sehen kann. Das sind alles abgebrochene Äste, runtergefallen, liegen gelassen. Und auch die sorgen dann wieder für ein Zuhause für Tiere, ne? Und hier auch wieder. Aber das wurde zerstört hier, guck mal. Das wurde kaputt gemacht, das Efeu hier. Ist alles abgestorben. Und Nisthöhle für Waldkauz in Höhe von 8 bis 10 Metern. Aha, der Waldkauz. Hier am Sträßle sind wir jetzt. Und hier eine schöne Sitzbank, man sich hinsetzen kann. Und auch hier gab es mal so einen Turm, wo man hat bauen können, ne? Leute, die haben gebaut, aber er wurde leider von irgendwelchen Idioten zerstört. Ne? Und hier sind die Steine, da wird auch
einen ganz kleinen drauf gemacht. Und hier, wie gesagt, die Steine kann man dafür einfach nehmen, nutzen und dann diese kleinen Türmchen bauen. Für was die jetzt genau gut sein sollen, Freunde, fragt mich nicht. Ich weiß es nicht so richtig. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ne? Und hinten nochmal dieser Hügel. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass da irgendwelche Tiere drin hausen. Ja, die meisten verstecken sich natürlich jetzt am Tag. Weil viele Tiere kommen natürlich erst in der Nacht zum Vorschein. Und die Nistkästen werden natürlich jetzt auch nicht benutzt. Ne? Weil es viel zu kalt. Und jetzt laufen wir hier schön über die Wiese aufs Feld. Finde ich halt echt schön. Man kann hier echt mega, mega schön laufen. Ne? Hier kommen wir raus. Jetzt laufen wir nachher, also wir laufen jetzt einmal hier so eine Runde rum und laufen dann wieder ins Wäldchen rein und kommen dann auf der anderen Seite wieder raus. Das hat schon schön, schaut mal, wie weit man schauen kann. Einfach richtig, richtig schön. Freunde, genießt sowas. Es ist einfach wunderschön. Fahrt mit dem Auto als irgendwo hin oder auch mal mit dem Bus, mit der Bahn, man kommt auch überall irgendwo hin. Ne? Und dann mal schön irgendwo laufen zu gehen, ist einfach ein Träumchen. Das tut so gut. Körper, Geist und Seele. Einfach ein richtiger Traum. Man kann diese Schönheit der Natur einfach genießen. Ne? Und einfach abschalten von dem ganzen Alltagsstress. Ich sage es in jedem Video, es ist wirklich so. Es ist einfach so. Die Hundebesitzer kennen das, wie schön es einfach ist, wenn man mit seinem Hund raus kann, an die frische Luft rumlaufen und einfach die Natur genießen. Hier, man kann echt gerade weit gucken heute. Ist richtig schön. Die letzten Tage war es immer so ein bisschen, ja, so düsig, nebelig. Und jetzt... Heute ist es richtig schön. Feld und immer wieder so kleine Bauminseln. Da hinten hört man so die Autobahn. Die läuft da hinten irgendwo, aber man sieht sie nicht. Ne? Man ist einfach ja, komplett in der Natur. Ne? Und da unten sind Häuser, also, ne? Die man aber einfach nicht sieht. Ja? Freies Natur, Ackerland, ja, gehört natürlich auch jemanden, die Wiesen und so, ne? Ist ja hier nichts mehr umsonst, ne? Es gehört, irgendwas gehört immer einem, ja, Hektar Land hier gekauft, da gekauft, ja, aber dennoch darf man es als Spaziergänger benutzen und einfach genießen und drauf laufen, ne? Ich denke mal nicht, dass Mowgli sein Geschäft machen wird, das so kacki, weil der hat heute Morgen so viel gekackt. Da wird er nichts mehr machen. Aber im Notfall habe ja auch ich immer Tüten dabei. Ne? So, ich muss meine Hand mal wieder ein bisschen reinkuscheln. Ja, beim nächsten Mal nehme ich dann meinen Handschuh mit. Das darf ich dann nicht vergessen. Gerade da, wo ich die Kamera halte, ja, das ist echt super, einen Handschuh zu haben. Wie gesagt, die Hand kann ich halt reinstecken, ne? Aber die Hand mit der Kamera ein bisschen schlecht. Wobei, ich könnte mal was probieren. Wartet mal eben. Wenn ich das hier so mache. Ja. Ja. Das ist ein bisschen knick. Hey. So. So, so geht das. Hey, ja, das geht. Das geht. Und ja, trotzdem noch gutes Bild. Perfekt. Perfekt, Freunde. Geht richtig, richtig gut.
Schnüffel, schnüffel, Mogli. Schau mal, wie schön, oder? Richtig, richtig schöne Landschaft. Und ich zeige euch gleich auch, dass man hier halt wirklich einfach immer im Kreis laufen kann. Also man kann hier jetzt rein theoretisch hier rumlaufen, ne? Und kommt dann auch irgendwann hinten über Umwege wieder am Wäldchen vorbei und ins Wäldchen. Ne? Oder man kann einfach hier geradeaus durch weiterlaufen und kommt dann auch wo lang. Wir laufen jetzt auch hier dieses kleine Stückchen nach unten. Und da unten laufen wir dann einfach wieder links rüber. Ne? Hier sind auch immer wieder mal so ganz kleine Gartenlauben, wie man hier vorne sehen kann. Ne? Aber die meisten Gartenlauben sind da hinten, also noch weiter geradeaus dann. Und man kann hier wirklich mega, mega schön einfach laufen. Und ich liebe das ja einfach. Und da hinten sieht man ein Dorf. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann mit der Kamera. Manchmal alles ein bisschen versteckt dann so zwischen den Bäumchen. Und ich habe extra wie meine Kamera so umgestellt, dass ich meine Hand nicht abfriert hier gleich. Weiß, was hier angepflanzt worden ist. Wer kann es erkennen? Wo sind die Gartenprofis unter uns? Unter euch? Unter uns. Ja, unter uns, ja. Ihr seid wirklich uns. Meine kleine, feine Community. Der Akku meines Handys hat sich gerade wieder mal gemeldet, wie immer, wenn ich aufnehme, ne? Brudelt da wieder und sagt hier, Akku fast leer, läuft nicht mehr lange, aber ich hoffe, er hält durch. Ich habe jetzt meinen neuen Vertrag gemacht, ne? Und ja, ab nächsten Monat bin ich dann bei einem anderen Anbieter. Was auch ziemlich gut ist, weil ja, irgendwann wird es auch mal Zeit, den Anbieter zu wechseln. Bin mal gespannt, ob alles so durchhält, ob wir bis zur Verabschiedung kommen vom Video oder ob er einfach zwischendrin abkackt. Seid gespannt. Seid gespannt, ob ihr das schafft, ob wir es schaffen, gemeinsam bis zum Ende diesen schönen Spaziergang zu genießen. Hier vor dem Bildschirm. Prozent, Freunde. 10% hat er noch. Ich glaube, das wird einfach ziemlich knapp werden. Deshalb würde ich einfach jetzt schon sagen, ich verabschiede mich schon mal auf diesem Wege von euch für die schöne Spaziergangrunde. Ich hätte es gerne noch, euch noch länger mitgenommen, wirklich bis zum Ende. Aber ich bin nicht sicher, ob das Handy das durchhält. Mit euch natürlich so lange, bis Handy einfach von sich aus ausgeht. Kann schnell gehen, kann aber auch noch ein bisschen dauern. Wer weiß. Ich sage ciao, ciao, meine Lieben. Macht's gut. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Spaziergang-Video wieder. Bis dahin, haut rein. Macht das gut. Und wir genießen jetzt noch einfach ein bisschen. So, einfach genießen, Freunde.
rede jetzt nicht mehr und wir genießen einfach noch diese Schönheit der Natur. Und beim nächsten Mal denke ich dran, versprochen, das Handy vorher ganz komplett voll zu laden. Dass das nicht jedes Mal passiert. Ich glaube, es ist mir letztens schon mal passiert, dass ich mich verabschiedet habe. Aber da waren wir relativ schnell am Auto schon. Wir waren ja fast schon, waren das nicht im Auto, sondern wir waren eigentlich eh schon fast fertig. Ich wollte eigentlich eh schon, hätte mich eben bald verabschiedet. Und ja, da haben wir es gerade noch so geschafft, aber ja, hier könnte das jetzt ziemlich schnell gehen. Deshalb genießen wir das Ganze einfach. Ich habe mich ja schon verabschiedet, von daher nicht ganz so schlimm, wenn es dann gleich sagt, tschüss, ich gehe jetzt erstmal aus. Weil es ist schon noch ein Stück jetzt zum Laufen. Also so, ja, 15, 20 Minuten bin ich jetzt schon noch unterwegs, bevor wir dann wieder am Auto sind und dann nach Hause fahren können. Deshalb lieber so, weil ohne Verabschiedung gehen, mache ich nicht gerne, wisst ihr ja. Deshalb habe ich das schon mal vorab gemacht und habe eigentlich auch gesagt, ich bin jetzt leise und rede nicht mehr, ne? Einfach. Aber ihr merkt und seht und hört vor allem, wie schwer mir das einfach fällt, mal nicht zu reden. Aber ich versuche es jetzt. Ich halte den Stapel. Ich wünsche noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, wann auch immer ihr das Video seht. Und ja, wir sehen uns dann, hören uns dann beim nächsten Spaziergang-Video wieder. Tschüss! Lang angehalten, dass nicht reden. Ich mir das Mogli kommt. Super, mein Schatz. Schön langsam machen. Ja. Wer kommt da? Kennst du? Ja, glaube ich nicht. Du wusstest es nicht. Ja. Garten laufen. Schön vorbeigelaufen. Hat sie nicht interessiert, aber ältere Menschen sind halt seins. Dann
merkt man einfach, dass er halt einen großen Teil seines Welpendaseins in einem Pflegeheim verbracht hat, ne? Wo ich ihn immer mitgenommen habe früher. Noch hält er gut durch, der Akku. Noch hält er, Freunde, noch hält er. Noch bin ich da. Aber es kann halt auch ganz schnell gehen, dass es weggeht. So, und auf einmal ist es aus. So, jetzt verlassen wir hier, ne, diese schöne Wiese, die schönen Ausblicke und laufen jetzt wieder ins Wäldchen rein. Wieder diese schönen Skulpturen hier, ich im Finger hängen. Wieder eine einfach solche Steintürme gebaut. Ich sage mal Skulpturen dazu. Aber ich finde das halt sehr faszinierend. Ne? Ich sag, wenn jemand von euch weiß, was das bedeutet oder ob das einfach nur so ist, ja, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich ja über jedes neue Kommentar von euch, ne? Und natürlich auch über jeden neuen Abonnenten. Also wenn ihr mir noch nicht abonniert habt und einfach so auf meinen Kanal gestoßen seid, ja, dann lasst mir doch einfach ein Abo da. Schreibt mir ruhig ein nettes Kommentar in die Kommentare. Wie habt ihr hergefunden? Durch wen zufällig? Gefallen euch meine Videos? Was kann ich noch verbessern? Und vieles, vieles, vieles mehr. Ja, ich freue mich da wieder wirklich immer wieder darüber. Hate-Kommentare, Beleidigungskommentare werden je nachdem einfach gelöscht, weil das muss einfach nicht sein, ja. Und da vorne kommt jemand mit einem Hund. Aber Mowgli interessiert sich gerade nicht dafür. Aber ich bin jetzt noch ein bisschen ruhig. Kameraführung geht wieder nach unten. Komm weiter. Weiterlaufen. Schön brav weiterlaufen. Fuß. Nein. Fuß. Sei brav. Sei brav. Nein. 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 Und lauf. Gerade ein bisschen bremsen müssen. Ich laufe gerade richtig auf Sparflamme, Freunde. Mein Handy. 5% haben wir noch. 5%. Vielleicht war die Verabschiedung einfach auch zu früh. Ja, aber besser zu früh wie gar nicht. Wenn wir es doch noch bis zum Ende schaffen, dann machen wir da halt einfach nochmal eine. Ist auch übrigens eine sehr gute Idee, das so zu machen. Mit der Kamerahalterung. Jetzt kann ich meine Hände nämlich, meine
Hat nämlich schön in meine Jacke stecken. Und meine Finger sind jetzt richtig schön warm. Und nicht mehr so halb abgefroren. Das ist richtig gut. Kommen die nächsten Spaziergänger. Aber die scheinen keinen Hund dabei zu haben. Ihr seht, dieser Wald ist sehr belaufen. Weil er hat einfach auch, ja, ist einfach auch schön, so im Wald spazieren zu gehen. Frische Luft. Nämlich gut. Ganz am Muckli. Ich mache es jeden Tag, dass ich spazieren gehe. Und ich möchte es auch gar nicht mehr missen. Hätte ich Mogi damals nicht bekommen, hätte ich wahrscheinlich, wäre ich wahrscheinlich nie so viel spazieren gegangen, wie ich jetzt in den letzten 2 Jahren spazieren gegangen bin. Ne? 3-mal täglich meistens. Ja? Also das ist halt schon, ne? Einiges. Aber es ist traumhaft. Es ist traumhaft, Freunde. Es tut so gut. Und mit jedem Spaziergang hat man einfach auch das Gefühl, es wird leichter. Es fällt einem leichter. Es ist, ja, angenehmer. Ja, da kommt jemand mit seinem Kind. Schön gesagt, ist ein Baubau. Schön entdeckt. Das heißt, für euch mal wieder bis runter. Gehen wir Sparflamme. Sparflamme geht ja schon so die ganze Zeit. Mal ein bisschen runter. Komm, Mogli, halt mal. Hallo. Hallo. So. Einfach richtig, richtig schön. Und halt einmal am Tag so eine schöne Runde zu machen mit Mogli, ne? Das ist dann halt einfach für ihn auch, ja, super. Ja. Man hat so seine Runden, die man eigentlich meistens läuft, ne, so die Lieblingsrunden. Und das ist jetzt zum Beispiel meine Runde, die laufen wir halt nicht jeden Tag. Und dann kann er riechen, kann er schnüffeln, neue Gerüche, ja, kann sein, dazu marken. Und dann gehen wir mal wieder und dann riecht es aber wieder anders. Ne. Da pinkelt man halt nochmal drüber. Aber er genießt es halt. Und Mogli, wer ist ein Hund, der würde, Mogli würde laufen ohne Ende. Ne? Man merkt zwischendrin schon mal, dass er ein bisschen müde wird, ein bisschen langsamer macht. Ne? Aber trotzdem, er könnte laufen. Ja, da muss ich Mama sogar ein bisschen bremsen, dass er einfach nicht zu viel läuft. Aber er genießt das. Es macht ihm Spaß, mit Frauchen spazieren zu gehen. Und mir macht es auch Spaß. Und es tut mir gut. Weil schließlich will man ja auch wieder, ja, der Sommer kommt, man will die Bikini-Figur wieder haben, damit man wieder an den Strand kann, ins Freibad kann, ohne sich, ja, unwohl zu fühlen, sagt man es mal so, ne? Weil den Winterspeck hat man sich doch ein bisschen angefressen. Ich jedenfalls. Wieder mal, wie immer. Ja. Ich esse halt einfach sehr, sehr gerne. Und da tun solche Spaziergänge natürlich auch der Figur ganz gut und dem Körper. Ja. Dann noch die richtige Ernährung und passt schon. Ich mache ja keine Diät oder sowas. Sondern ich ernähre mich einfach nur gesünder. Keine Süßigkeiten mehr, gerade für 2 Monate lasse ich jetzt mal komplett weg. Und ja, dann hat man auch, man hat auch dieses Verlangen. Also die ersten 2 Wochen sind halt teilweise immer richtig schwierig, wo du einfach für dich selber sagen musst, nein, ich esse jetzt keine Süßigkeiten mehr. Nein. Ne? Aber wenn man das mal überwunden hat,
dann hat man auch gar nicht mehr diese Lust danach. Ja? Dann isst man lieber ein Obst, das ziemlich süß ist, zum Beispiel ein Apfel. Apfel sind ja sehr süß, ja? Vom Fruchtzucker her. Dann lieber sowas essen, ist gesünder wie eine Tafel Schokolade. Ja. Deshalb genieße ich das, dass das jetzt endlich vorbei ist. Und man einfach das Bedürfnis, oh, ich hätte voll Bock auf ein Stück Schokolade. Für mich sind jetzt immer Gummibärchen so schwierig. Ich esse sehr gerne Gummibärchen oder von Katjes die Dinger. Ja. Aber mittlerweile einfach gar kein Bedürfnis mehr danach. Wenn man halt auch schon die ersten Erfolge merkt und spürt und dann ist es halt einfach, ja, dann ist man ist der Ehrgeiz einfach auch geweckt. Das ist schon komisch, ne? Das Handy zeigt schon 20%, ja. Also, boah, du hast so 20%, du machst auf Energiesparmodus, also ne, Strom sparen so ein bisschen, ja. Dann sagt auf einmal, hey, 10% nur noch, ja. Achtung, könnte bald ausgehen. Man verabschiedet sich, ja, sagt tschüss, hey, ja, könnte es ein, ne, passieren, dass wir gleich hier aufgehen und dann. Und jetzt läuft es noch so ewig lange, schon krass. Das ist schon. Das ist natürlich toll, ne, für uns. So. Das ist natürlich schön, dann könnt ihr die Runde doch noch miterleben. Bin ich zu früh auf Nummer sicher gegangen? Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, lieber zu früh wie zu spät. Weißt du, eine halbe Stunde später und die ist ja immer noch da. Hast du doch schon verabschiedet, willst jetzt nicht langsam mal gehen so? Ja, nee, war ja nur eine vorläufige, ne? Weil ich halt dachte, dass er jetzt gleich sagt tschüss. Der Akku, aber er scheint noch zu halten. Ich kann leider ja nicht gucken, ne? Ich kann mich nur darauf verlassen, dass es vielleicht noch durchhält bis zum Schluss. Oder sehe dann einfach, wenn auf einmal der Bildschirm schwarz ist und ihr weg seid. Das Video nicht mehr läuft. Und dann für heute das Video beendet ist. Und zu Hause wird es dann wieder hochgeladen, wenn dann das Handy wieder am Ladegerät steckt. Man merkt es so langsam, dass auch langsam der Kreislauf richtig in Schwung kommt. Ne? Das ist ja immer so, wenn man am Anfang, wenn man läuft, friert man, es ist kalt. Ne? Und dann irgendwann merkt man halt einfach, das Herz fängt an, so pump. Ne? Und natürlich steigt auch dementsprechend der Blutdruck, der Puls steigt. Ja. Und man, ja, es wird einem doch etwas wärmer dann. Nicht mehr so kalt, wie am Anfang, wenn man losläuft. So, einige sollten jetzt von euch das Wegchen hier auch noch kennen, von früher. Wir sind das nämlich schon mal gelaufen, bloß eine andere Runde. Nicht diese lange Runde, geradeaus Muckli, ja, sondern so ein bisschen andere. Hier, das Häuschen, sollte euch noch etwas sagen. Das ist das Bienenhäuschen. Da gibt es den besten Waldhonig in der ganzen Umgebung. Richtig lecker. Da wird er hergestellt. Und hier unten, also wenn man jetzt hier weiterläuft, hier geradeaus weiterläuft, dann kommt man zu einer Wohnsiedlung, ne, die auch zum Dorf dazugehört. Also man kann dann da direkt rein und los laufen, wenn man dann in der Nähe wohnt. Ne, rein ins Wäldchen loslaufen. Ich muss leider ein Stückchen fahren, bis ich hier bin. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Ne? So, Mowgli weiß schon, wo es hingeht. Da ist noch so eine kleine Bank. Und da haben sie halt richtig, das haben sie ein bisschen blöd gemacht hier. Da ist der Weg hoch. Den kleinen süßen Weg, den ihr kennt. Noch die schon, mich schon länger verfolgen. Und die auch schon öfters meine Spaziergangvideos geguckt haben. Aber es hat einfach hier vorne, ist halt ein bisschen, ja, ja. Haben sie wahrscheinlich gedreht zum Wenden. Gedreht zum Wenden. Ja, zum Wenden benutzt.
halt schon, ja. Reden wir jetzt nicht drüber. Matschig. Muss ich dann schön zu Hause wieder meine Schuhe abputzen. Sonst schimpft da meine Mutter, hey, du bringst den ganzen Dreck rein. Ja, wenn man halt ein Tier hat und spazieren geht, kommt das doch mal vor, ne? Dass im Treppenhaus dann Dreck liegt. Man muss es halt nur wegmachen. Aber am besten geht es, wenn es einfach getrocknet ist. Dann kann man es mit der Schaufel einfach wegkehren. Und Kehrbesen. Also man mit dem Lappen drüber muss. Na, wegkehren und dann nochmal kurz feucht nachwischen. Dann passt das. Aber ich ziehe meistens die Schuhe eh direkt vor der Türe aus. Dann passt das noch besser. Hier. Wurde viel abgeholzt. So ein kleines Bergchen, wo es hochgeht. So ein bisschen gucken auf den Boden, dass ich halt nicht voll in die Matschpfützen hier rein dappe. Und dann womöglich noch wegrutsche und mir einen Haxen breche oder sowas. Da wäre schon fast passiert. Das war eine Wurzel. Überall noch die Äste hier rumliegen teilweise. So, da oben sind wir jetzt gleich wieder an dem Spielplatz. Und ich bin echt überrascht, Leute, Freunde. Wirklich richtig krass. Wie lange das dann doch noch durchgehalten hat jetzt, das Handy, ne? Und beim nächsten Mal, weiß ich, mache ich dann ein Video, ne? Auch wieder dasselbe. Handy da, ja, Akku fast leer, ja? Ich verabschiede mich nicht, weil ich sage, ach komm, beim letzten Mal hat es auch durchgehalten, ne? Ja. Beim letzten Mal hat es auch durchgehalten und dann ist es aus. Also, so wird es dann wahrscheinlich passieren. So wird das dann wahrscheinlich passieren. Deshalb immer auf Nummer sicher gehen. Ja. Und hier, wartet, hier sieht man jetzt durch den Wald noch die Wohnsiedlung, die Häuser, ne? Ja. Also die, wo da wohnen, haben es teilweise echt gut, ne? Sind direkt schön im Wald oben. Und man kann halt hier, ich sag mal so, für eine Woche reicht es zum Laufen, weil du halt jeden Tag eine andere Runde laufen kannst. 7 verschiedene Runden bestimmt. 7 Tage. Ja, warum nicht, ne? Und dann wieder von vorne. Weil die erste Runde hast du schon wieder vergessen. Ja, der Baum ohne Rinde. Lauf weiter. Da ist ein Spielplatz. Kinder spielen. So, jetzt haben wir eine richtig schöne Runde gemacht. Von wo ich losgelaufen bin, waren hier noch viel, viel mehr Menschen. Aber ganz gut, dass jetzt nicht so viele sind, weil wir hier mitten durchlaufen müssen jetzt. Das ist mir immer lieber, wenn nicht so viele sind. Weil der Trigger ist auch nicht so mogli.
Straße gehen. Hey, Hund, streicheln. Ich muss immer ein bisschen aufpassen. Ja, hier haben wir früher viel als Jugendliche. War hier viel unterwegs, haben wir viel gesessen in den Häusern hier drinnen. Und hier Fußball gespielt, andere Spiele gemacht. Und da auf dem Spielplatz gewesen. Hat sich aber auch ein bisschen verändert natürlich, ne? Geräte wurden erneuert und alles. Freunde, ich bin echt überrascht. Es hat noch gereicht. Es hat wirklich noch gereicht. Bis zum Schluss, bis zum Ende da vorne. Kommt jetzt nicht dann gleich mein Auto. Also es hat echt noch gereicht. Das ist schon cool. Hätte ich nicht gedacht, dass der Akku doch noch so lange durchhält. Hätte ich mir die Verabschiedung auch sparen können. Mogli, nein. Alles gut. Ich komme jetzt gerade eine Gruppe Wanderer entgegen. Mucki, bleib da. Hallo. Super. Fein gemacht. Ja. Aber Freunde, wisst ihr, da kommen jetzt die Autos. Also mein Auto kommt da jetzt auch, ne? Ich würde einfach sagen, ich sag jetzt nochmal offiziell, beende offiziell richtig das Video, ohne dass der Akku es einfach beendet hat, weil leer gegangen ist. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr dieses Video seht. Wir sehen uns dann im nächsten Spaziergang-Video wieder, hören uns wieder. Haut rein, macht das gut und tschüsschen. Habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Tschüss, ihr könnt jetzt abschalten. Wir sind jetzt nämlich gleich weg. Ciao, ciao.